Zum Glück weiß ich nicht, wie man den DeLorean fliegen lässt. Oh, perfekt! Und jetzt richte den Flugsync auf die Empfangsschüssel auf meinem DeLorean! Empfangsschüssel, geschafft! Na komm schon. Ja. So, ausgerichtet. Nur noch eins fehlt. Marty. Nur noch ein Flugsync. Runter von meinem Auto, Rabauke. Ja, nix da. Es ist einer der Flux-Emitter. Ich komme von hier aus nicht ran. So, komm, vordere Stoßstange. Wow. Okay, dann, keine Ahnung, wieder hinten rum vielleicht? Muss doch irgendwie aufs Dach kommen. Mir geht's gut. Mir geht. Beifahrertür. Es ist abgeschlossen. Vielleicht zur Fahrertür. Fahrerseite, Fahrertür. Es ist abgeschlossen. Aber die hat's Fenster aufgemacht. Was? Lass mich rein! Willst rein? Schön! Ah. Ja, also geht doch wohl. Marty, geht es dir gut? Nicht wirklich. Ich komme nicht ran, wenn das Fenster zu ist. Was? Halt an! Nein! Ganz hervorragend, Marty. Jetzt, wo du auf dem DeLorean bist, kannst du einen Flux-Sync an den Projektor Flux Emitter anbringen. Super, Doc. So. Ha, gut gemacht. Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel. Okay. Ja, auch noch auf den Kopf. Ja, komm schon. Ja, ja. Ja, komm schon. Jawohl. Grün. Das war's. Und jetzt raus da, Marty. Yay. So, jetzt einsteigen und abhauen. Und jetzt übernehmen Sie die Kontrolle über Edna's DeLorean mit den Flugsynchronisatoren und... Das ist komisch. Was? Laut dieser Anzeige verringert sich die zeitliche Kohäsion von Edna's DeLorean verdächtig schnell. Auf Deutsch, Doc. Wir müssen meine Edna nach Hause bringen. Jetzt! Fluxkompensator an. Heilige Scheiße! Autsch. Dann bin ich zurück?
Wären Sie so freundlich, mir zu verraten, welcher Tag heute ist? Es ist der Tag, an dem ich Sie wegen Brandstiftung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Nerverei verhafte. Was? Nein, Sie können mich nicht verhaften. Ich bin gerade erst aus dem letzten Jahrhundert zurück. Sieh mal einer an, Edna Strickland, stockbetrunken. Ich bin nicht betrunken, Sie Schurke. Ich bin eine Zeitreisende. Natürlich, klar. Das gefällt mir. Ich beweise es Ihnen. Kommen Sie mit mir mit. Wir können den ganzen Tag nochmal erleben. Wir können alles reparieren. Wir können damit beginnen, Sie auszunüchtern. Los, ab aufs Revier. Kannst ja mit mir abhauen, Püppchen. Hier sterbe ich. Halt! Lass mich los, du Idiot! Tja, ich denke, das war's für Edna. Ja, schätze ich auch. Wer immer gesagt hat, die Zeit heilt alle Wunden, wusste nichts über Zeitreisen. Was machen wir mit dem DeLorean? Wir müssen gar nichts machen. Seitdem wir die Zeitleitungen synchronisiert haben, hat sich der Zeitzusammenbruch in Ednas DeLorean exponentiell beschleunigt. Laut meinen Berechnungen sollte die Zeitachse ihn einholen. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Was zum Geier? Hey, Parker, das glauben Sie nicht! Was habe ich gesagt? Und jetzt weg aus 1931? Halt, Doc, die Zeitachse ist noch nicht wieder ganz... Sehen Sie! Michael, du hast das schöne Feuerwerk auf der Expo verpasst. Ja, hab ich auch gehört. Pass auf, es gibt da ein Gerücht über euch beiden. Ich glaube, wir müssen es aufdecken. Tada! Artie war mit mir gestern in Reno. In Hill Valley bleibt nichts geheim. Und? Was ist? Gratulierst du uns jetzt oder nicht? Dann ist es wahr. Mein Großvater hat die falsche Großmutter geheiratet. Ich bin erledigt. Hey, alles in Ordnung? Du siehst nicht gerade gut aus. Trixie, du kannst Artie nicht heiraten. Hat das mit meiner Vergangenheit mit Kit zu tun? Artie wirft mir das nämlich nicht vor. Das ist richtig, Liebes. Vergangen ist vergangen. Ja, aber... Das ist einfach nicht richtig. Also, ich weiß, dass man eine Kanadierin nicht wegen der Arbeitserlaubnis heiraten sollte. Aber manchmal muss man für einen Menschen, den man liebt, einfach Ist er nicht allerliebt? Oh Mann. Aber Marty verschwindet doch gar nicht. Werde ich langsam durchsichtig? Nein, ich werde wohl nie aus dir schlau. Ich dachte, du freust dich für... Du verstehst das nicht. Du sollst doch Sylvia Miskin heiraten. Aber ich habe Sylvia Miskin geheiratet. Was? Dachtest du, Trixie Trotter sei mein richtiger Name? Genier dich nicht. Für mich war es auch eine Überraschung. Warte mal, du bist Oma Sylvie? Oma? Für wie alt hältst du mich eigentlich, Junge? Aber du bist so... so schlank und blond. Und... Ja, weißt du, schon faszinierend, was eine... Oh Gott, ich habe dich nackt gesehen. Du bist... Sylvia? Alles okay, Kumpel? Ja, mir geht's gut. Super. Und ihr fahrt jetzt schön in die Flitterwochen, ihr zwei. Und mach dir keine Sorgen um deinen Vater, Artie. Ich bin mir sicher, er kommt klar. Komm klar? Womit? Mit der Hochzeit. Da in der Highschool warst du irgendwie echt sauer deswegen. Das war, bevor ich sie gesehen habe. Außerdem, wie schon mein alter Herr Seamus zu sagen pflegte, es hat keinen Zweck, sich über etwas aufzuregen, an dem man nichts... Und mal ehrlich, jetzt, da ich sie kennengelernt habe, kann ich mir keine bessere Schwiegertochter wünschen als die Liebreiz... Oh, vielen Dank, Dad. Und du, Fremder, es wäre nett, wenn du deine Nase nicht mehr in die Familienangelegenheiten... Es war mir ein Vergnügen, Agent Corleone. Wir sehen uns irgendwann, Mikey. Mach's gut, Oma. Tja, ja. Weißt du, damals, 1931... habe ich ein paar Bilder von Trixie gemacht. Sie sprechen hier von meiner Großmutter. Tja, und jetzt? Ist aus. Oder nicht? Nee, ist doch nicht aus. Es geht noch weiter. Aber was passiert jetzt noch? Ich meine, wir haben wieder alles repariert. Da sind wir zurück im guten alten 1986. Hoffe ich. 14. Mai? 15. Wir sollten eine kleine Verzögerung einbauen. Das verschafft dir mehr Zeit. Der Verkauf ihres Besitzes ist noch voll im Gange.
Wollen Sie nicht noch bleiben, Doc? Sie müssen die Bank davon abhalten, Ihr Zeug zu verkaufen. Was erzählst du da? Verkauf meines Besitzes? Bank? Ich bin noch nicht tot, Marty. Ich halte hier mit Clara nur einen Garagenflohmarkt. Garagenflohmarkt? Sie meinen... Marty, du bist zurück von deiner Reise. Hallo, Doc. Verkauf der Familienschätze, was? Nicht ganz, aber ich hoffe, Sie finden etwas Schönes. Da wir gerade davon reden, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, aber natürlich. Großartig. Sind das Bücher von Asimov? Damit ich das richtig verstehe, Sie leben jetzt hier? Im Jahr 1986? Aber natürlich. Clara und ich wollen zeitweise hier leben. War das nicht der Fall, als du abgereist bist? Nein. Merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht hier zu sein. Aber ich muss jetzt die Stiftung meines Vaters leiten. Wenn ich nicht hier bin, wer präsentiert dann das jährliche Erhard Brown-Stipendium für junge Wissenschaftler? Ja, ja, ein bisschen was hat sich wieder geändert. Was ist daran so lustig? Das erkläre ich später. Was ist daran so lustig, sich um das Erbe seiner Familie zu kümmern? Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe etwas für dich. Glückwunsch zum Abschluss. Abschluss? Aber der ist erst... Die McFlys von Hill Valley. Eine sehr ausführliche Zusammenfassung der Geschichte deiner Familie. Von deinem Ur-Urgroßvater Seamus bis heute. Sie sind durch die Zeit gereist, um das zu schreiben? Nun, die meiste Forschung erfolgte auf traditionellem Wege. Aber deine Großmutter Sylvia war eine geheimnisvolle Frau. Deshalb sind sie ins Jahr 1931 gereist, um sie zu suchen. Genau. Wer hätte ahnen können, dass sie in einer illegalen Bar unter anderem Namen singt? Doc, das ist großartig. Danke. Das Mindeste, was ich für den Mann tun konnte, der mich vor dem größten Fehler meines Lebens bewahrt hat. Juhu! Dr. Brown! Edna? Oh. Aini! Was geht hier vor? Und was machst du mit meinem Hund? Na, was wohl? Das, was ich jeden Nachmittag mache, du Dummerchen! Ihm den nötigen Auslauf geben. Nicht wahr, Einstein? Hey, Liebes, wir sind spät dran für unseren Termin. Ich komme, Schatz. Oh, Mr. McFly, haben Sie meinen Stiefsohn irgendwo gesehen? Biff, ich glaube, du kommst zu spät zu deiner Verabredung. Oh, Gott. Das stimmt, Mr. McFly. Hi, Marty. Sind Sie nicht ein nettes Paar? Man würde nie vermuten, dass Sie sich aus dem Gefängnis kennen. Oh, was ist da denn wieder schiefgelaufen? Ruhe jetzt! Wir gehen einfach ins Labor und hoffen, dass dort keine weiteren Überraschungen warten. Und jetzt? Hä? Was? Was ist jetzt? Doc! Marty, was machst du denn hier? Sie müssen mit mir mitkommen. Zurück in die Zukunft. Marty, du kannst nicht hier sein. Wenn dein jüngeres Ich dich sieht, hätte das katastrophale Folgen. Mein jüngeres Ich? Oh, richtig. Bring ihn mit. Das geht uns alle an. Was meinen Sie? Passiert irgendwas mit uns? Werden wir zu Fieslingen oder sowas? Nein, uns geht's gut. Aber unsere Ur-Urenkel, sie sind... Was zum Geier? Grundgütiger! Was? Was? Was ist denn jetzt hier los? Doc, Sie müssen mit mir zurückkommen. Zurück in die... Hören Sie nicht auf ihn, Doc. Sie müssen mir helfen, wenn Sie Jennifer und unsere 12 Kinder retten wollen. Diese Zeitachse wurde vor 5 Sprüngen überschrieben. Doc, wie können 2 weitere meiner Ichs hier sein? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste das Raumzeitkontinuum genau jetzt wie ein billiges Geschirrtuch zerreißen. Das ist es schon. Was mein teuflisches Ich und ich selbst sagen wollen, ist, dass die Zukunft Kopf steht. Und Sie müssen mich begleiten, um sie zu retten. Nein, mich! Endlich treffen wir uns. Ihr habt meine Zeitachse einmal zu oft manipuliert. Was ist los, Doc? Nun, offenbar haben wir hier ein Problem. Oder 3. Ja, Doc, aber wer ist mein wahres Ich? Ist das nicht klar, Marty? Also los. Was? Gleich werdet ihr ausgelöscht.
Moment, Doc. Was ist mit dem Raumzeitkontinuum? Ja, was ist mit meiner Zukunft? Und meiner? Die Zukunft kann warten. Wir müssen uns um die Gegenwart kümmern. Wohin jetzt, Doc? Mr. McFly, beeindrucken Sie mich. Was? Was ist das denn für ein Ende, ey? Aber die Szene kennen wir aus dem Film. Und es saß niemand drin, gerade. Ja, schön. Ja, meine Freunde, das war's. Ich hoffe, hier läuft dann Musik. Nicht, dass ich da eins auf den Sack bekomme. Ihr wisst ja, GEMA, Urheberrechtshinweise und so weiter. Ja, das war ja jetzt nochmal irgendwie ein komisches Ende, muss ich sagen. Aber ja, das ist ja das Ende von Back to the Future, the Game. Episode 5 ist zu Ende und somit auch das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Und jetzt das Ende, das, ja, ich weiß auch nicht, was das gesollt hat. Es war irgendwie komisch. Ja, ich würde sagen, ich sage hiermit Tschüss, verabschiede mich aus diesem Spiel und wir sehen uns dann in einem neuen Projekt wieder. Und dieses Projekt wird vermutlich GTA 5 sein. Und ja, bis dahin, der KKF The Gamer sagt Ciao.